Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten! Zunächst möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ich zum zweiten Mal in meiner Amtszeit als Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen heute und hier zu Ihnen reden kann. Meine Damen und Herren, mir bedeutet das sehr viel, weil mit der Vorlage dieses Gesetzes, insbesondere zur Verdoppelung der Behindertenpauschbeträge, ist aus meiner Sicht ein ganz bedeutender behindertenpolitischer Meilenstein nun zur Abstimmung gestellt. Meine Damen und Herren, das Gesetz beinhaltet zum einen die Anpassung der Pflegepauschbeträge. Zum anderen werden taubblinde Menschen mit blinden Menschen gleichgestellt. Es geht um die Etablierung eines Fahrtkostenpauschbetrages für Menschen mit Behinderungen. Und, meine Damen und Herren, das ist mir besonders wichtig und das freut mich besonders, es geht um die Verdoppelung des Behindertenpauschbetrages für Menschen mit Behinderungen. Ich glaube, meine Damen und Herren, sagen zu dürfen, dass gerade was die Verdoppelung des Behindertenpauschbetrages betrifft, wir doch festgestellt haben, dass dieser seit seiner Einführung 1975, seit 45 Jahren, weder angefasst noch verändert wurde. Und ich glaube, wir können doch alle einig sein darin, dass die Verdoppelung des Behindertenpauschbetrages nun wirklich an der Zeit ist. Meine Damen und Herren, von diesem Gesetz werden Millionen von Menschen mit Behinderungen profitieren, die arbeiten gehen, die Einkommenssteuer zahlen, die aber aufgrund ihrer Behinderung höhere Belastungen haben in ihrem Leben. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz wird dazu führen, dass mehr Steuergerechtigkeit stattfindet in unserer Gesellschaft. Und dieses Gesetz wird dazu führen, dass auch mehr soziale Gerechtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland herrscht. Und dafür bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Mein großer Dank geht an den Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Olaf Scholz hat den Prüfauftrag im Koalitionsvertrag sehr ernst genommen und hat das Gesetzgebungsverfahren innerhalb der Bundesregierung mit sehr großem Engagement vorangetrieben. Vielen Dank, Olaf Scholz. Und, meine Damen und Herren, mein großer Dank gilt auch Ihnen, sehr verehrte Abgeordnete, denn auch Sie haben in den Finanzausschuss, in den großen Debatten, auch in der Anhörung, wichtige Ergänzungen und wichtige Änderungen noch in diesem Gesetz herbeigeführt. Also auch da gilt mein Dank an Sie alle. Und, meine Damen und Herren, mir ist in dem Zusammenhang wichtig zu sagen, dass neben den Verbesserungen im Steuerrecht ein Aspekt mir besonders wichtig ist. Die Bundesregierung und das Parlament hat gezeigt, dass Politik für Menschen mit Behinderungen als Querschnittsaufgabe aller Ressorts und in allen Politikfeldern wahrgenommen werden. Politik für Menschen mit Behinderungen, meine Damen und Herren, Politik für Menschen mit Behinderungen ist zuallererst einmal Politik für Menschen. Und das bedeutet, dass es nicht nur Arbeits- und Sozialpolitik ist, sondern es geht um Gesundheitspolitik, es geht um Wohnungsbaupolitik, es geht um Bildungspolitik, es geht natürlich auch um Arbeitspolitik, um Wirtschaftspolitik und in dem Falle um Finanzpolitik. Mir ist wichtig, dass das in diesem Gesetzgebungsverfahren deutlich geworden ist. Und, meine Damen und Herren, Olaf Scholz hat im Juli diesen Jahres die Gesetzesinitiative damit begründet, dass dieses Gesetz ein Signal ist an die Menschen mit Behinderung, ein Signal des Respekts und der Anerkennung für deren Lebensleistung. Das ist mir sehr wichtig. Aber für mich, meine Damen und Herren, geht diese Signalwirkung weiter. Die Signalwirkung dieses Gesetzes bedeutet, dass Politik für Menschen mit Behinderungen und Inklusion insgesamt kein Schönwetterkonzept ist, das man macht, wenn man sonst keine Sorgen hat. Dass wir gerade in der jetzigen Zeit, in der Zeit der Pandemie, die unsere Gesellschaft und jeden Einzelnen und jeder Einzelne von uns vor besondere Herausforderungen stellt, den Steuerfreibetrag jetzt verdoppeln, das ist für mich ein ganz wichtiges Signal in die Gesellschaft hinein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dübel. Und zum Schluss darf ich vielleicht noch kurz sagen, ich finde es großartig, dass diese Plenarsitzung per Simultanübersetzung gebärdet wird.
Ich freue mich darüber und wünsche mir, dass alle Plenarsitzungen, auch alle Anhörungen in den Ausschüssen grundsätzlich gebärdet werden. Ich glaube, meine Damen und Herren, das würde unserer Demokratie gut zu Gesicht stehen, denn Sie wissen, mein Motto ist, Demokratie braucht Inklusion und ich bin der Überzeugung, Inklusion ist Demokratie. Herzlichen Dank. Applaus